In diesem Jahr hat die freireligiöse Gemeinde in Mannheim für mich etwas sehr Ungewöhnliches getan. Sie hat nämlich nicht den Scheck, das ist nicht ungewöhnlich, eine Unterstützung gegeben, sondern sie hat ein Projekt der Landeskirche, ist das richtig? Der Diakonie gestützt. Und da fragte ich mich so, warum denn eigentlich das? Die kriegen doch schon so viel Geld. Hätte es nicht auch eine humanistische Organisation oder ein Projekt bekommen können? Ja, das war eine lustige Geschichte eigentlich. Die Diakonie hat also eine sehr engagierte junge Frau gefunden, die erstmal eine Bachelorarbeit gemacht hat zum Thema Frauenprostitution in Mannheim und hat daraus ein Unterstützungshaus, ein Forum geschaffen für Frauen in Prostitution, eine Beratungsstelle, wo die auch Gesundheitsuntersuchungen kriegen und so weiter, auch Beratung, wie können sie aussteigen und so. Eine ganz schwierige Sache, eine wichtige Sache auch. Und die haben die Amalie genannt. Und es gab die großen Artikel in der Presse, wunderschön und so. Und da wurde auch erklärt, warum Amalie, nämlich der Bezug zu Amalie Strube. Und Amalie Strube ist ja aber eine unserer Frauen gewesen. Also Amalie Strube mit ihrem Mann war eine der prominenten Vertreterinnen der freireligiösen, damals noch deutsch-katholischen Gemeinde in Mannheim. Und da haben wir uns natürlich etwas gewundert darüber, dass die ausgerechnet als Namenspatronin nun die Amalie Strube nehmen und haben gesagt, ja, wenn wir jetzt kommen und sagen, die war aber freireligiös, dann ist das ziemlich doof. Und haben uns dann überlegt, nein, die Arbeit, die sie tun, ist ja auch wichtig. Wir selber können sie derzeit nicht tun, wir haben andere Arbeitsfelder. Also haben wir gesagt, wir geben denen eine Spende und weisen die damit darauf hin, dass wir uns freuen, dass die Diakonie den freireligiösen Wurzeln so eine Hochachtung zollt, dass sie ihre Einrichtung für die Frauen in Prostitution nach Amalie Strube benennt. Und das war dann auch eine gute Sache. Ja. Danke. Dankeschön, Matthias. Wunderbar. Gut. Prima. Das war eine Freude. Das hat mich schon...